du solche Datenfelder und noch mehr in deine Videos deiner Insta360-Kamera bekommst, was Leica, Garmin und auch Apple damit zu tun haben, welche Möglichkeiten es gibt, die Vor- und Nachteile zeige ich dir heute in diesem Video. Von Haus aus können das die Insta360-Kameras nicht, denn den Insta-Action-Cams fehlt es an einem GPS-Modul. Doch die Möglichkeit, GPS-Daten anzuzeigen, gibt es schon lange. Im Hintergrund siehst du die erste GPS-Fernbedienung, die habe ich mir vor ein paar Jahren für meine Insta360 One R 360-Grad-Kamera gekauft. Als Radsportler setze ich auf Garmin. Seit Jahren nutze ich Garmin Fenix Smartwatches und diverse Garmin Edge Radcomputer. Aufzeichnungen von Aktivitäten über diese Geräte landen in Garmin Connect. Als Garmin-User kennst du das. Von hier aus können die Daten auch zum Beispiel für Strava freigegeben werden. Oder jetzt neu, auch für Insta360. Dann hast du deine Aktivität aufgezeichnet und auch mit der Insta360-Kamera gefilmt, kannst du umfangreiche Datenfelder wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Strecke, Neigung und so weiter jetzt auch im Video anzeigen lassen. Die Einrichtung habe ich dir gerade oben gezeigt, ist total einfach und intuitiv. Das soll ebenfalls auch mit einer Apple Watch funktionieren, kann ich aber leider nicht zeigen, da ich, wie bereits erwähnt, eine Garmin Fenix und keine Apple Watch nutze. Das Ergänzen der Datenfelder über Apple und Garmin funktioniert aktuell nur über die Insta360-App. In Zukunft ja gegebenenfalls auch in der Studio-Software für Mac und Windows, wer weiß. Es gibt verschiedene Designs der Datenfelder, so kannst du individuell für dich das passende Layout auswählen. Super Sache und kostenlos, sofern du bereits einer dieser Garmin oder Apple Gadgets nutzt. Wie schon gesagt, kannst du alternativ auch eine Insta360 GPS-Fernbedienung nutzen. Für die neue Ace und Ace Pro Kameras gibt es jetzt diese neue Preview-Fernbedienung, die nicht nur Echtzeit-GPS-Daten über Baidu, Galileo und GLONASS-Systemen zur Verfügung stellt, sondern ein Display mit dem aktuellen Videobild und eine Fernbedienung der wichtigsten Funktionen bietet. So kannst du die Kameraeinstellungen aus der Ferne, zum Beispiel am Armband, Lenker oder Selfie-Stick kontrollieren und anpassen. Sogar eine ausgeschaltete Kamera aufwecken, um die Aufnahme zu starten. Denn es gibt zwei Halter für die Fernbedienung, eine um die Remote am Handgelenk als Uhr zu tragen, einen Gurthalter für Lenker, Lenkrad, Selfie-Stick und so weiter. Super, um die Aufnahme am Brustgurt oder zum Beispiel auf dem Helm, draußen auf dem Auto, hinten am Motorrad oder in 3 Meter Entfernung am Selfie-Stick perfekt einzustellen bzw. notwendige Korrekturen an der Ausrichtung auszumachen. Denn mit der Echtzeit-Bildvorschau hast du in einer Entfernung von bis zu 8 Metern und Fernbedienfunktion von bis zu 20 Metern die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Und das Design der Remote kannst du mit 3 verschiedenen Styles des Zifferblatt-Designs nach deinem Geschmack anpassen. Bei meinen ersten Tests schienen die GPS-Daten aus der Fernbedienung auch genauer zu sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, Datenfelder der Preview Remote mit Garmin zu kombinieren. So hättest du die genaueren GPS-Daten der Fernbedienung und die Herzfrequenzdaten aus Garmin. Ich bin ja überzeugter 360-Grad-Action-Cam-Nutzer. Da du hier aus einem 360-Grad-Bild den gewünschten Ausschnitt wählen kannst. Schon oft ist es mir früher passiert, dass ich zu viel Horizont oder zu viel Lenker und Boden auf dem Bild hatte. Mit der Preview Remote kannst du hier aber jetzt kurz checken, wie das Bild ist und die Position der Kamera dann korrigieren. Ein wirklich cooles und nützliches Add-on zu deiner Insta360-Kamera. Es gibt noch relativ wenig Infos. Ich bin gespannt, ob die Preview Remote zum Beispiel auch für die X3 oder die One-Modelle kompatibel sein wird.
Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Merci, bis bald. Ciao, ciao. Und schau dir auch mein Video zum ersten Test der Ace Pro an.